1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Wirtschaft befindet sich aktuell in einem sogenannten War of Talents. Unternehmen müssen um gute Mitarbeiter buhlen und ihnen letztlich mehr als nur den reinen Lohn bieten. Um sich über moderne und flexible Arbeitsmodelle zu informieren, besuchte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut unter dem Motto Future Work – Arbeitsleben im Umbruch am Montag das Unternehmen Hugo Boss in Metzingen. Im Kampf um Talente setzt das Unternehmen Hugo Boss auf ein flexibles Arbeitsmodell, um den Freiheitsbedürfnissen der Mitarbeiter nachzukommen. Ja, wir nennen das Freedom of Work. Das steht für Freedom of Work, also hohe Freiheitsgrade, eben auch die Zahl 3 ist da mit drin. An sich heißt das, 3 Tage in der Woche erwarten wir Präsenz, von Dienstag bis Donnerstag, und Montag und Freitag sind flexible Arbeitstage, wo man arbeiten kann, wo man möchte, in der Firma oder eben auch zu Hause oder woanders. Vor der Corona-Pandemie sei das Verhältnis zum Homeoffice eher konservativ gewesen, erklärt Personalleiter Eckhold weiter. Dann habe man die Chance erkannt. Die Pandemie als echter Gamechanger. Ja, also mein Empfinden ist es schon, dass durch die Pandemie bei all den negativen Folgen im Bereich der Gestaltung der Arbeit wirklich auch vieles aufgebrochen wurde. Ja? Viele vielleicht auch veraltete Denkweisen. Also Präsenz heißt nicht mehr Leistung. Und man hat es auch, viele haben das erlebt in der Corona-Pandemie, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch sehr leistungsfähig sind aus dem Homeoffice heraus. Auf die Präsenztage legt das Unternehmen aber auch weiterhin viel Wert. Denn Zusammenarbeit und Inspiration entstünde nur im persönlichen Kontakt, erklärt Personalleiter Eckhold. Diese Kombination macht es so charmant und attraktiv, und der Erfolg gibt Boss ja recht. Die Nachfrage ist groß, und die Firma Boss sagt, das ist mit ein Grund, warum sie junge Talente überhaupt hierher nach Baden-Württemberg, nach Metzingen bekommen. Denn die stehen natürlich in Konkurrenz mit London, mit Paris, mit Mailand, auch mit München, und sind hier immer doch eine Nase vorn. Zusätzlich zu diesem flexiblen Arbeitsmodell gibt es noch viele weitere Angebote für Mitarbeiter, wie etwa eine Betriebskita, sportliche und mentale Präventionsangebote oder freiwillige Gehaltsrunden und Mitarbeitererfolgsbeteiligung. Die Kinderkliniken im Land sind überlastet. Jetzt haben 23 der 30 Kliniken einen offenen Brief an die Landesregierung geschrieben. Darin äußern sie die Angst, dass sie in überfüllten Notaufnahmen die falschen Kinder nach Hause schicken, mit fatalen Konsequenzen. Inzwischen hat Gesundheitsminister Manelucha einen Fachgipfel Kindergesundheit noch vor Weihnachten angekündigt. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-DVP-Fraktion, Jochen Hausmann, verlangte in dem Zusammenhang neben kurzfristigen Aktionen auch Maßnahmen, die die Versorgung nachhaltig verbesserten. Denn auch in anderen Bereichen bestehe dringender Handlungsbedarf. Knapp die Hälfte des Waldes in Baden-Württemberg ist deutlich geschädigt. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den Forstminister Peter Haug am Montag in Stuttgart vorgestellt hat. Damit ist das Niveau des bisherigen Negativrekords 2020 eingestellt. Grund dafür ist vor allem der heiße und trockene Sommer. Die Bischöfin und die Bischöfe der 4 großen Kirchen in Baden-Württemberg haben am Sonntagabend beim großen Festakt zu Advent und Chanukka in Pforzheim ihre Verbundenheit mit den Juden bekräftigt. Unter dem Motto »Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt« feierten erstmals die israelitischen Religionsgemeinschaften und die christlichen Kirchen zusammen Advent und Chanukka. Gemeinsam mit dem badischen Landesrabbiner Moshe Flomenmann entzündete Landtagspräsidentin Muhterem Aras das erste Licht des Chanukka-Leuchters. Es gehe beim gemeinsamen Feiern nicht darum, die Grenzen der Religionen abzuschaffen, sondern sich gegenseitig zu respektieren, sagte Flomenmann. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.